Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Wie letztes Video angekündigt, habe ich euch diesmal etwas von Lego Technik mitgebracht. Und zwar handelt es sich hierbei um die Monster Jam Serie, beziehungsweise halt Monster Truck, sagen wir mal. Wir haben hier einmal diesen Megalodon, den ich hier habe, und einmal den Gravedigger. Den Megalodon gab es im Prime Day für 10 Euro zu haben. Da habe ich mir gedacht, hey komm, wenn schon, dann denn schon, kaufe ich mir mal den und gucke mir mal den an, weil der hat ja so einen Rückziehmotor und finde ich ganz nett eigentlich, ganz cool. Ja, für 10 Euro, da schlage ich auf jeden Fall zu, sage ich mal. Teileanzahl hat dieser Megalodon hier, der im Januar 2022 erschienen ist, 260 Teile, Einzelteile. Der Gravedigger allerdings hat der schon im letzten Jahr, Januar 2021 erschienen, der hat 212 Teile. Ich habe mir nochmal den Gravedigger dazugeholt. Ich finde, der hat so die typische Form von einem Monster Truck. Hat mich halt echt sehr angesprochen, hat mich halt gleich am meisten angesprochen. Danach kam der Megalodon, der ist halt relativ neu dann gewesen. Und genau, wie gesagt, für 10 Euro habe ich mir dann halt den geholt. Monster Trucks habe ich nur so vage in Erinnerungen gehabt. Oder habe ich noch eine vage in Erinnerungen in der Kindheit. Deswegen waren mir diese Monstermaschinen auch nicht irgendwie fremd. Schade, dass sowas eigentlich nicht mehr im Fernseher eigentlich gezeigt wird. Finde ich eigentlich, würde ich eigentlich echt cool finden. Muss man halt zu solchen, ja, zu solchen Events halt, zum Beispiel nach Frankfurt oder so. Ich würde jetzt nicht so nah ins Detail jetzt gehen von den Monster Trucks, weil ich kenne mich jetzt mit den Lego Technik Modellen überhaupt nicht aus. Kenne weder was jetzt Teile jetzt irgendwie besonders sind, irgendwie cool anzusehen sind oder sonst was. Darüber kann ich sowieso ja im Allgemeinen nicht viel sagen. Ich kann lediglich mal dazu sagen, mir gefallen die Räder. Ist schön aus einem angenehmen Material. Dann, was halt schön hervorzuheben ist, sind halt diese Zähne, die halt beim Originalmodell halt bemalt sind. Hier hat man die eben als Brickbuild-Variante hinzugepackt. Macht echt einen sehr zahnfleischartigen Eindruck. Dann hat er halt auch sowohl dieser Megalodon als auch der Gravedigger müssten der hier auf jeden Fall 6 Sticker und der Gravedigger glaube ich auch 6 Sticker enthalten. Bauzeit von dem Ganzen beträgt so um die 45 Minuten bis eine Stunde habe ich mal jetzt gebraucht, weil eben die ganze Pins und so, diese ganzen Achsen so, das ist halt nicht meins so. Nee. Aber was halt eben toll ist, ist eben dieser Rückziehmotor. Der ist echt cool, eben weil man dann die Räder, wie man es eben bei den Spielzeugautos von damals kennt oder so, auch heutzutage immer noch, eben man dreht es hier hinten an und wartet dann, zieht es halt so lange an, bis es dann irgendwann klackst. Ich mache es gerade mit den Händen jetzt, damit man es ein bisschen sieht. Bis es eben so knackst. Und dann lässt man einfach los. Und ab dafür. Die Modelle von der Monster Jam Serie haben eine UVP von 20 Euro. Auf Amazon findet ihr sie aber allerdings für 15 Euro oder auch bei anderen Händlern. Eben wie gesagt bei solchen besonderen Anlässen wie beim Prime Day zum Beispiel kann es sogar bis zu 10 Euro runterfallen. Aber gönnt euch bei Amazon einfach für 15 Euro oder bei den Händlern und ihr seid damit voll zufrieden. Für 15 Euro ist es auf jeden Fall echt. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Macht man nichts falsch damit. Aber jetzt gucken wir erstmal jetzt das Modell an. Gucken wir mal die Praxistauglichkeit, weil die Praxistauglichkeit ist das, was mich halt bei den ganzen hier interessiert. Und genau, da habe ich mal schon mal ein paar Voraufnahmen gemacht, ein paar Tests gemacht und die sehen wir uns jetzt mal an. So, also zum Testen. Bevor wir erstmal die Rampe hier einsetzen, tun wir einmal hier mal die Präzision austesten. Da habe ich mir mal ein paar Flaschen in Kegelform hier aufgebaut. Und dann ziehen wir mal ein bisschen mal durch. Dieses knackst. Und dann geht's los. Sieht alles gerade aus und 3, 2, 1. Okay. Jetzt holen wir uns den Megalodon. Diesmal mit einer Rampe. Testen wir jetzt mal auf. Aus, wie das wieder hüpft hier. Wieder ziehen. Bis es wieder knapp. Ups, da ist was ausgefallen. Egal. So. Schönen Blick. Monster Truck ist gerade. Und 3, 2, 1.
Schon geil, muss ich sagen. Okay, jetzt testen wir mal aus mit beiden zusammen. Gucken wir mal, wie es jetzt geht mit einer. Erstmal wieder einen hier. So. Ich glaube, der hat hier so ungefähr so. So passt es. Jetzt mal den anderen. Ah, scheiße, der andere dreht sich. So. Okay, ich hab's jetzt. Die hintere Räder muss man festhalten. Okay, gut. 3, 2, 1. Ja, okay. Jetzt nur eine erwischt. Schon geil, muss ich sagen. Aber was wir jetzt machen, ist nicht leere Flaschen zu nehmen, sondern probier es mal mit ein paar oder mit, ja, machen wir mal 3 feste. Gucken wir mal, ob die Kraft dazu haben, die umzustoßen. Eigentlich eher nicht, also so wie ich es einschätze. Aber gucken wir mal. Okay, also 3 volle Flaschen hier aufgebaut. Gucken wir mal, wie ein Grave Digger, ob er gegen 3 Wasserflaschen oder gegen 3 Flaschen durch ankommt. Schön mit Anlauf. 3, 2 und 1, los! Okay, ja, wie ich es mir gedacht habe. Der hat sich nur ein bisschen angestupst, aber mehr nicht. Tja, für die Flaschen ist er leider zu schwach. Zum Schluss testen wir noch einmal die Kollisionstauglichkeit gegenüber anderen Monster Trucks, würde ich sagen. Den Megalodon eben gegen den Grave Digger. So, gucken wir mal, ob da ein paar Teile rumfliegen oder nicht. Eigentlich nicht, weil die haben ja Stoßdämpfer, aber egal. Okay, jetzt hier anvisiert und los. Mann, war das Leben. Egal. So, und das war's auch schon. Mir macht's auf jeden Fall echt eine Menge Spaß, mit den Dingern hier ein bisschen rumzuspielen. Macht echt Laune, die über irgendwelche Rampen oder Schanzen und was weiß ich was drüber jumpen zu lassen und gegen irgendwas drauf zu knallen, weil das macht's ja hier. Monster Trucks, die machen Stunts, die knallen auf den Boden drauf, die zerfetzen ihre Teile, ihre Karosserie. Das ist das, was Monster Trucks ausmacht, was solche Events ausmacht, was halt Spaß macht, daran zu schauen. Und ich finde, damit kann man es eben auch gut, ja, nicht nachspielen, aber halt man kann sich daran ein bisschen in Erinnerung schwelgen oder halt die Szenen nachempfinden, sagen wir mal so, nachempfinden. Ich finde die auf jeden Fall echt klasse. Hoffentlich kommen da noch mehr Modelle. Es gibt auf jeden Fall mehr Monster Truck Modelle. Es gibt den, das sind glaube ich die klassischen, den Megalodon, Grave Digger, Max D, Maximum Destruction. Und dann, wie heißt der nochmal? El Toro, glaube ich, genau. Das sind glaube ich mal die klassischen. Aber es gibt noch viele, ein paar andere Modelle auch, die ich mal auf YouTube mal so gesehen habe. Ich finde es echt klasse, ich finde es echt geil, die Teile, und mal gucken. Vielleicht werde ich noch die anderen 2 mir noch anschaffen. Mir macht es auf jeden Fall echt Spaß. Also wenn ihr Monster Truck Fans seid, wenn ihr für sehr wenig Geld Lego Technik irgendwas besorgen wollt, mit einer schönen Lego Technik Funktion halt eben diese Motor, dann holt euch die, gönnt euch die. Damit macht ihr nichts falsch, ich gebe da die klare Empfehlung dafür. Weniger interessant wird es für diejenigen sein, die jetzt da ein bisschen besondere Funktionen jetzt erwarten. Die haben jetzt keine Federung oder so, wie jetzt ein richtiger Monster Truck. Kann man jetzt aber auch nicht wirklich erwarten bei 20 Euro UVP. Deswegen, ich finde aber so an sich, das ist schon völlig in Ordnung. Also, das langt völlig. Genau. So viel mal dazu. Dankeschön fürs Zuschauen. Like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat.
Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht mal mehrere Stunts sehen wollt mit den Monster Trucks. Das würde mich mal auch interessieren. Mal gucken, ob ich mir das vielleicht mal mache. Mal gucken. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich habe jetzt kürzlich erstmal den Stop-Motion-Film gemacht, deswegen muss ich hier in diesem Video ein bisschen die Zeit ein bisschen eindünnen, damit ich noch alles rechtzeitig hier an den Tagen noch rausbringen kann. Ja. Genau. Wenn euch das Video auch noch gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Das natürlich nicht. Ansonsten schaut gerne meine anderen Videos vorbei. Letztens habe ich das Ziegenboot von Lego Marvel 76208 gereviewt. Und eben jetzt gestern, oder nee, vorgestern müsste es sein, genau, am Donnerstag, habe ich ja eben jetzt mal einen Lego Stop-Motion-Film gedreht. Am Dienstag war das. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut, die 2 Minuten kurz euch Zeit nimmt und guckt, ob euch da irgendwas, ob ihr da was zu kritisieren habt. Wenn ja, dann natürlich eben schön sachlich und genau, ein paar Tipps oder so, falls, wenn natürlich irgendwas gäbe. Lange Rede, kurzer Sinn, wie natürlich immer. Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann bis zum nächsten Review. Das nächste Review wird es dann übrigens dann den Kobi Mehrkover hier dann geben. Ja. So viel mal dazu. Dankeschön nochmal und Ade. Ciao.